Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Na, kommt euch das noch bekannt vor? Dem einen oder anderen der Ü30er oder Ü40er Fraktion wird das noch was sagen. Ja, kein Anschluss an dieser Nummer. Das war damals, war das die Dame, die das am laufenden Band eben gesagt hat. Und ich stelle euch heute das Gerät vor, das dies ermöglicht hat bei der Deutschen Bundespost. Und das ist dieses Gerät hier, das ihr hier seht. Das ist das HAG1, das Hinweisansagegerät von der Firma Assmann. Und ja, ich wollte euch einen kurzen Überblick geben, wie das funktioniert, was es überhaupt ist und so weiter und so fort. Ich habe mir als Kind immer vorgestellt, hier läuft irgendwie ein Tonband immer rund. Im Prinzip ist das auch die Funktionalität. Und hier seht ihr, dass tatsächlich ein rundlaufendes Tonband ist, allerdings nicht als Band, sondern als Platte. Es ist also eine Schallplatte, die aber nicht mit Rillen behaftet ist, sondern die einen Magnetüberzug hat, wie halt das Tonband. Hier sieht man auch, wie Assmann GmbH aus Bad Homburg. Und ja, hier sieht man die Tonabnehmer, das sind diese Magnettonköpfe, die da drüber schweben, über diesen Rillen. Ihr seht auch so ein bisschen abgenutzt, hier von 1967 das Gerät. Es gibt auch noch ältere Versionen, es gibt auch noch neuere Versionen, es gibt auch HAG, glaube ich, noch ein HAG5. Und das jetzt hier, wie gesagt, das HAG1. Man kann das hier alles einstellen, die Tonspuren und so weiter. So, jetzt seht ihr die Platte laufen, ihr hört auch das Geräusch, wie sich das anhört. Genau, diese Platten konnten ausgewechselt werden. Es gab auch besprechbare Platten. Es gab extra Tonstudien bei der Bundespost. Zum Beispiel die Kinoansagen. Ähnliche Sachen wurden früher, das wurde früher alles mit diesen Ansagegeräten gemacht. Später dann auch auf Mehrspur-Tonbandgeräten und so weiter und so fort. Aber ich will euch ja hier nicht langweilen mit irgendwelchen Bildern, sondern wir hören jetzt einfach mal auf diese Tracks rein. Hier sind 3 Stück drauf und ich schalte jetzt mal durch. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, der Wahnsinn. Das Fräulein auf dem Tonband. Das letzte war ein bisschen übersteuert. Das kann man hier unten an den Verstärkerkarten, kann man das einpegeln. Aber das habe ich jetzt, da habe ich jetzt die Finger davon gelassen. Das Ding läuft also noch. Und hier steht das auch, wie man das macht. Da muss man diesen Mikroschalter hier halten. Aber das, die Kollegen, die das jetzt sehen von früher, die wissen, wie das genau funktioniert. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Wollte euch aber nur noch mal diese Verstärkerkarten zeigen, wie das aufgebaut ist, was man dort eine Kunst hatte, um dies alles aufzubauen. Hier seht ihr sogar den Schaltplan von diesem Gerät und unten die Steckerbelegungen und die ganzen Informationen, die man eben braucht, um das Gerät zu warten. Da waren ja in der Vermittlungsstelle waren ja Leute ständig vor Ort und die konnten da die Sachen reparieren. Die wurden sogar verändert. Das sieht man gleich an den Verstärkerkarten, die da drin schlummern, dass dort nach einer Anweisung, so einer Art ja, Dienstanweisung, oder wie das hieß, das steht da drauf, wurden die Sachen wurden da umgebaut im Prinzip. Ja, hier sieht man das Relais, Kondensatoren, was da sieht aus wie ein Übertrager, glaube ich mal, Trafo-ähnlich, Widerstände, Potis, ja, es ist also wirklich alles dabei, was das Elektronikerherz begehrt. Und ja, das ist super aufgebaut hier, alles sehr sauber, man braucht auch nicht viel, aber das ist wirklich noch eine handwerkliche Arbeit, da sieht man eine Diode noch sogar. Und hier die anderen Karten und hier sieht man jetzt auch schon Transistoren verbaut. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen neueren Datums gewesen sein, geändert nach FTZ und vom Fernmeldetechnischen Zentralamt irgendwelche Anweisungen. Und da wurde was umgebaut, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn das jemand weiß, gerne in die Comments reinschreiben, würde mich natürlich auch interessieren. Ja, das Gerät hat einen Steckeranschluss für 230 Volt, daher war es auch für mich ganz gut zu betreiben. Ich musste da nichts umbauen. Hier hinten sieht man, wie man die Leiterbahnen früher gemacht hat. Man hatte das aufgezinnt. Das wurde also aufgemalt, wahrscheinlich mit irgendwelchem Flux, sodass das Lötzchen nachher da in die Bahn läuft. Und hier sieht man das recht gut, wie das da gemacht wird. Das ist also eine eigene Kunstabteilung bei der Post, beziehungsweise bei Assmann, die solche Sachen hier gebaut haben. Also das war schon Wahnsinn, wenn man sowas sieht, wenn man so ein bisschen technikaffin ist und dann ja, kriegt man hier schon fast Tränen in die Augen. Ne? Solche Sachen wurden einfach jetzt weggeworfen, nachdem die Vermittlungsstellen umgebaut waren und das ist alles auf dem Schrott gelandet. Ich konnte noch das Gerät hier retten. Es gab noch viele andere Sachen, die man hätte aufheben können, aber wo stellen wir sie hin?
So, das war es schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ihr wisst jetzt, wo das Fräulein herkam, wie das gemacht wurde bei der Deutschen Bundespost damals, dass ihr die Ansage immer gehört habt. Ähnlich ging es mit den Zeitansagen, auch auf Tonband. Da gibt es ein schönes Video, wie gesagt, dazu. Verlinke ich euch alles. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr 41 Minuten und 40 Sekunden. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, einfach runter in die Comments und würde mich freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.